Hallo Leute und willkommen hier zu Skyrim am Schluchtfeierzirkel. Und wir gehen jetzt zusammen mit unseren brennenden Händen ein paar Köpfe abreißen, und zwar von Schluchtfeierhexen. Wow, das wird so spannend. Ja, es wird wirklich etwas spannend. Ich habe mir am Wochenende mit Isa viel The Walking Dead wieder angeguckt. Wer die Serie kennt, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde eine großartige Serie, und all diejenigen, die sie nicht kennen, die brechen dieses Video jetzt an dieser Stelle ab und googeln danach. Guckt euch das an. Die Serie ist super. Aber eben auch gruselig. Schaut mal, wer da ist. Wir können ja Feueratronarchen beschwören. Als allererstes. Was ist das? Ein Skever? Okay, das bringt noch nichts. Hier geht es. So, okay. Wir sind bereit. Flammen. Okay. Und aus unserer Deckung. Los, komm. Wir greifen an. Autschi. Stirb. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Ich habe nirgendwo gespeichert, oder? Verdammt. Aber ich habe doch Steinhaut eingesetzt, oder nicht? Und wo ist mein Atronarch? Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, mein Atronarch war noch da. Der Legende nach erhielten die höchsten Drachenpriester magische Masken, geheimnisvolle Artefakte, die sich den Gesetzen der... Naja, ihr wisst schon. Okay. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Wie wär's mit Bogen? Genau, wir haben einen Bogen. Irgendwo. Scheinbar nicht hier. Ich dachte auch, ich könnte die Steuerung überhaupt nicht mehr beherrschen, aber irgendwie klappt das ganz gut. Waffen, was haben wir denn hier? Zwergenbogen. Einfach mal mit denen ausgerüstet. So, und jetzt müssen wir genau treffen. Ah, nicht bewegen. Nicht. Pfui, hörst du auf. Ein Treffer. So, zwei Treffer. Und jetzt brauchen wir unsere Waffen. Unsere Waffen, habe ich gesagt. Verdammt nochmal, wo sind die denn? Da und da. Oh, getroffen. Stirb. Okay. Schnellheilung. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Vielleicht wirklich nochmal den Feueratronarchen beschwören. So, dahin einmal. Gut, und als nächstes... ja, was machen wir als nächstes? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht sollten wir damit auf sie einstürmen. What? Stirb. Stirb jetzt. Komm schon. Und jetzt. Und einmal noch, komm. Ja. Durchsuchen. Einen Schluchtweiher Hexenkopf haben wir. Hexenrahmenfedern, Salz und meinen Zwergenpfahl. Dankeschön. Der Kopf ist weg. Wow, hier sind noch 1, 2, 3, 4. 4 Stück sind hier noch. Ich weiß, wir könnten jetzt theoretisch schon nach Hause gehen, aber das wäre ja auch irgendwie langweilig, oder? Wir können ja auch weitersuchen. Was auch immer hier hingeht. What is that? Ein Zweigling? Oh, da ist eine Truhe. Die habe ich gar nicht gesehen. Wow, ich habe es nicht verlernt über die Pause.
Gold und Zaubertrank des Berserkers. What? Okay. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Ich speichere nochmal. Weil wir jetzt diese schwere Truhe geknackt haben. Und wenn ich die nochmal knacken müsste, wäre das ja sehr, sehr bitter. Aber spannend ist es auf jeden Fall. Dum 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 dum. Okay, ich sollte mich vielleicht etwas leiser verhalten. Ist das eine Sackgasse? Nein, ist es nicht. Ich höre etwas. Schritte. Ich muss hier um die Ecke gucken. Ich sehe einen Pfeil. Das ist so mega spannend. Ich sehe sie immer noch nicht. Jetzt sehe ich sie. Okay, 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 okay. So, jetzt den Bogen und dann müssen wir wieder irgendwie treffen. Wieso habe ich den Bogen denn hier nicht mit bei, Mensch? Ah, Waffen, Waffen, Waffen. Der ist dabei. Ich scheine ihn bloß immer zu übersehen irgendwie. Verdammt, ich habe mich nicht getraut zu schießen. Jetzt habe ich getroffen. So, nochmal getroffen. Gut, jetzt machen wir das wie vorhin. Keine Ahnung, was wir vorhin gemacht haben. Auf jeden Fall erstmal ein Feuer-Atronachen beschwören. Für Steinhaut habe ich nicht genug Magika. Okay, dann einfach in den Kampf. Einfach in den Kampf, okay? Wir schaffen das schon. Aber was habe ich dann vorhin eingesetzt? Auf geht's. Autsch. Wo bist du? Wo bist du? Au! Die Bestien kehren zurück. What? Du kannst sprechen? Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Mädel. Ganz ruhig. Euer Blut gehört uns. Er kann sprechen. Oder sie. Oder es. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Und wo ist die Schluchtfeuerhexe? Da ist sie. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Come on. Tut mir leid, dass ich gerade wieder wenig spreche, aber. Nur schlag doch zu! Wo ist sie? Ich sehe sie nicht, aber gut, dass du sie alle machst. Feuerblitz. Verdammt, sie hat sich wieder geheilt. Ich kann auch Feuerblitze, ja? Auch wenn nicht ganz so stark wie du, aber das interessiert doch hier niemanden! Warum zielt sie denn auf mich? Ziel doch auf meinen Feuertronarchen. Wozu habe ich den denn eingesetzt, Mensch? No. Ich bin nicht gut in Skyrim, oder? Nicht wirklich. Aber ganz leise jetzt. Wir schaffen. Sie hat mich fast entdeckt. Sie hat mich fast entdeckt. Kommt sie her? Kommt sie her? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, ich bin wieder versteckt. Puh. Glück gehabt. Okay. Dann setze ich erst Steinhaut ein und dann den Feueratronarchen.
Oder erst so und dann mit dem Bogen angreifen. Genau, so wäre es logischer. Okay, ich hatte den Zwergenbogen hier. Oh Gott, hat sie mich gesehen? Okay, okay, okay. Feueratronach, Feueratronach, Feueratronach. Wo habe ich den Feueratronach? Ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben, Junge. Ganz ruhig. Ich habe nicht genügend Magika. Ich habe immer noch nicht genügend Magika. Jetzt habe ich genügend Magika. Oh, verdammte Scheiße. Gleich getroffen. Das und das bitte. Ich schlag dich so doll ich will. Komm schon, komm, schlag schneller, schlag schneller, schlag schneller. Du schaffst das. Du schaffst das. Einmal noch. Ja, ja, schön. Sogar geköpft gleich, sah zumindest so aus. Danke. Eismirian, Hexenrahmenfeder und Hexenrahmenklaue. Ich wollte mich gerade bedanken, aber du scheinst schon gestorben zu sein. Habe ich die Hexe alleine getötet? Das wäre ja unglaublich. Okay. Jetzt bloß nicht ins Wasser fallen, da komme ich immer so schwer wieder raus. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Warum zum Teufel können die sprechen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die sprechen können. Konnten. Wie auch immer. Okay, gehen wir zurück, gehen wir zurück, gehen wir zurück. Mal sehen, wo die nächsten Hexen auf uns warten. Wie viele haben wir noch? Ein paar. Ein paar. Aber keine Hand mehr voll. Ich denke mal, dass es hier weitergehen wird. Okay, da ist die nächste Hexe. Und dann als erstes Steinhaut, bitte. So, jetzt erfünfen wir. Sieht doch gerade schön aus, das Bild. Und als nächstes den Zwergenbogen. Ganz leise, ganz leise. Ich sagte leise. Boah, das ist voll gruselig. Ist daneben. Daneben, daneben, daneben. So, und jetzt den Feueratronachen. Ganz schnell, ganz schnell. Okay, jetzt wurde ich, glaube ich, getroffen. Aber egal, 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 egal. Wo kann... Das kriegst du jetzt. Ah. So, ich mach dich kalt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Sie ist genau vor mir. Genau vor mir, okay. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Einfach in Ruhe lassen. Mach dich tot, ich mach dich tot. Und ich mach sie wirklich tot. Nicht wahr, Edwin? Wir haben es gut gemacht. Gut, Hexenrahmenfedern, Hexenrahmenklaue, Säbelzahntigerauge. Wieso hatte ich eben Angst, dass mein Gegner explodiert? Aus welchem Spiel ist das? Wo die Gegner danach explodieren. Worms, genau, Worms. Ja, das spiele ich gerade an der Uni ein bisschen. Während langweiligen Vorlesungen. Hops. Und ja, deswegen dachte ich eben, die Hexe explodiert jetzt. Weil ich sie getötet habe. Denn bei Worms, wenn da ein Worm stirbt, dürften die meisten von euch ja wissen, dann explodiert er. Und zieht den Worms, die in der Nähe stehen, auch nochmal ein klein wenig ab. Und davor hatte ich gerade Angst, dass ich getroffen werde. Ist hier eine Ader? Zum Hacken? Nein. Gut, ganz leise. Ja, ich glaube, hier war ich noch nicht. Oh Gott, eine Spinne. Okay, sie hat uns gesehen. Komm her.
Komm her. Danke. Was hast du denn? Frostbissgift. Ja, ich habe gerade mein letztes aufgebraucht. Da wär's echt nützlich. Zwei sind hier noch drin. Oh, verdammt. Ich dachte, wir wären hier bald durch. Aber das scheint ja nicht so. Scheint ja nicht so. Na, mir hast Vollnis. Aber hier müsste doch gleich die nächste kommen, oder nicht? Oder irre ich mich da? Sieht doch schon so aus. Aber noch entdecke ich nirgendwo einen Fall. Jetzt entdecke ich einen Fall. Okay. Steinhaut. Ja. Und den Bogen. Wenn wir uns hier hinter lang schleichen, dürfte das vielleicht klappen. Aha, sie scheint auch da hinten irgendwo zu sein. Wo ich jetzt nicht wirklich an sie rankomme. Aber vielleicht. Vielleicht Kopfschuss. Ja. Wir machen sie einfach fertig mit Pfeil und Bogen. Oh, dann dürfte das natürlich nicht hier drinnen stecken bleiben. Genauso. Das sollte nicht passieren. Oh, Scheiße. Scheiße. Okay, ich nehme alles zurück. Fuck. Ich weiß gar nicht, was ich zurücknehme, aber... ja. Sehe ich nicht schön aus, wenn ich tot bin. Ach, scheiße, Mensch. Scheiße. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir die Hexen dann endgültig fertig machen. Und das verspreche ich euch. Wo bin ich denn hier jetzt? Oh, nein, ich muss wieder da hoch, ne? Ätzend. Okay, also bis dann. Tschüss.